Recht herzlich willkommen zur 240. Folge von City Skylines. Ja, was haben wir letztes Mal gemacht? Letztes Mal waren wir hier irgendwo und haben da neue Gebiete erschlossen. Das war hier. Können wir mal gerade vielleicht in Blau machen. Genau, hatten dann nachher festgestellt, dass es sogar eine Verbindung nach hier hinten irgendwo gibt über diese Straße, die sich da ergeben hatte. Und dann können die hier wachsen und gedeihen. Wir haben grüne Flächen noch, die wir brauchen, und blaue laut dieser Anzeige. Was haben wir gesetzt? Wir haben grüne und wir haben blaue. Was alles noch da ist. Die Verkehrsstraßen wälzen sich hier schon, die Blechlawinen wälzen sich hier schon durch. Das haben wir auch alles. Dann müssen wir nur mal gucken, dass wir vielleicht noch, na komm, machen wir hier noch. Vielleicht haben wir das freigelassen für soziale Einrichtungen wie Arzt und sowas, ne? Komm, das geht aber noch. Und das lassen wir so und dann gucken wir weiter. Und ja, hier haben wir das auch gemacht, aber da ist ein bisschen mehr frei. Da können wir vielleicht da oben noch ein paar kleine Grüne setzen. So, ne? Komm, einer geht noch. Und das lassen wir, um da irgendwie einen Arzt zu setzen oder sowas. Dann sieht das doch schon ganz praktisch aus hier. Die Monorail hält da gerade drin an. Habe ich sie? Ja, ich habe sie. Oh, 21 Leute sind da sogar schon zugestiegen. Das ist ja schon mal was. Aber die könnten mal alle auf die Monorail wechseln, die jetzt hier im Stau stehen. Das ist ja der Hammer, oder? Also da passt ja was nicht. Und von der ganz linken Spur fahren wir dann nach rechts rüber. Auch geil, oder? Ah, da ist ein bisschen was mit der Physik nicht so ganz in Ordnung. Und warum fahren die hier nicht weg? Was sagt denn hier diese Kreuzung hier? Da? Nee, war das da? Nee, da war das gar nicht, ne? Hier war das. Kreuzung hat eine Ampel. Die Hauptstraße hat grün, ne? Wenn ich das so rummache, können mehr von der Autobahn auf jeden Fall runterfahren, ne? Müssen wir nochmal gucken, wie sich das hier ergibt. Was haben die denn hier für ein Problem? Arztpraxis, ach so, ist abgeschaltet. Nee, weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Jetzt fließt auf jeden Fall der Stau auf der Autobahn. Kommt in Bewegung, verzögert sich aber wahrscheinlich noch und die stehen über die ganze Brücke rüber, ey. Ist die Frage, wo die alle hinwollen, ne? Ein Wohnmobil. Und dann werden dann Routen gefragt, ne? Kann ich hier das Stück anklicken und dann sehe ich, wo die hinwollen. Die meisten fahren rechts rum, dann links rum. Ich glaube, jetzt wälzt der wulst sich hier lang, ne? Ist das so? Kann ich das mal anders sehen? Ne, da fährt ja gar keiner. Obwohl, hier sind reichlich unterwegs. Ja, der Rückstau hier ist also erträglich und auf der anderen Seite eigentlich auch. Hier wird auf jeden Fall schon wieder gefahren. Ja, ich glaube, jetzt ist es ein bisschen besser geworden, ne? Könnte klappen. Okay, lassen wir so. Dann sind wir damit durch. Und dann gucken wir mal weiter, was hier dieses Gebiet noch so macht. Was haben wir denn hier überhaupt? Das ist doch ein Taxistand, den können wir mal aktivieren. Geld ist jetzt gerade im Plus auch gewandert. Was haben wir hier noch? Arztpraxis. Gegenüber. Das ist eine Sauna, okay. Und das ist ein Güterzugbahnhof. Und hier ist ein Personenbahnhof, okay.
Der ist aber abgeschaltet. Was passiert mir mit dem Verkehr? Achso, die fahren ja unten runter her nach da, ne? Ach, dann wird das ja vielleicht Sinn machen, auch hier mal gerade wieder zu eröffnen. Vielleicht fahren dann auch mehr aus dem neuen Gebiet da. Intercity halt. Hier fahren sowieso keine Intercity, sondern wir machen da mal auch einen Punkt weg. Okay, oh, hier ist aber schon was dazu gebaut worden, oder? Und wo war das hier, war das? Ah, Gütertransport, ne? Ja, komm, machen wir auch an. Sind ja schon mit 132.000 ziemlich groß, ne? So, jetzt hier nochmal gucken. Okay, da möchte keiner in diesen Häusern wohnen. Hier ist es schon weiter. Da gibt es auch Kommerz hier am Wasser. Diese schönen Plätze will keiner haben. Wahrscheinlich die Mietpreise oder Kaufpreise zu hoch. Hintere Reihe haben wir Dingens. Sag schon, Bürogebäude will auch keiner rein. Das ist jetzt nicht so akzeptiert hier, dieses Viertel. Aber wird schon noch kommen, ne? So, vielleicht liegt es auch an solchen Dingen, dass wir keine Arztpraxis haben oder sowas. Machen wir mal. Und die Sauna tut denen ja auch gut, ne? Was haben wir denn hier? U28.000 plus, das wollen wir doch mal dann einschalten. Was ist da für eine Hütte zwischen? Auch noch eine Arztpraxis, komm. Dann geht's den allen besser, oder? Die nächste. Können die nach der Arbeit direkt zum Arzt gehen, ne? Zack, noch einer. Was die sich alle freuen, ne? Ja, aber da sind noch ein paar Tote und so, ne? Bestattungsmäßig könnten wir noch was gucken. Ist aber gerade nichts, wo ein Zeichen ist, dass man leer machen muss, oder? Da ist es auch. Hier brennt es sogar. Ganzes Viertel weg. Ne, das war der falsche, das ist der richtige. Aber grüne Straße, also Feuerwache in der Nähe, sollte klappen. Ja, hier haben wir so eine tolle Kreuz, wo ich jetzt echt am Überlegen bin, da fahren so wenig Autos hin und her. Das könnte man auch anders regeln, glaube ich, hier. Da braucht man nicht so eine High-End-Straße, oder? Was das für eine Planung war, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist die Frage. Könnte es zur Hälfte auf jeden Fall wegmachen, oder? Weil es doch da werden sie drauf fahren. Also so wird gefahren, aber hier ja fast gar nicht, ne? Müssten wir mal überlegen, wie wir das machen. Haben wir das da gemacht, dass die da? Ich glaube, das können wir da wegziehen. Das reißen wir ab. Bagger holen. Und also von hier kann ja sowieso keiner kommen. Das kann definitiv ja schon mal weg. Und dieses hier kann auch weg. Weil da gibt es ja keinen, der da drauf fahren kann. Hier sieht es ähnlich aus. Hier auch. Na, werden wir das nochmal wegkriegen. So, und hier können die runter und in die Richtung fahren, ja. Aber hier macht es keinen. Ja, da könnte man drehen, ne? Das wäre das Einzige. Aber das muss man ja gar nicht. Kann also auch weg. Und hier müssen wir jetzt mal überlegen, das da wegzumachen. Ja, dann kann da auch keiner mehr drauf fahren und da auch nicht. Dann können wir das jetzt wegreißen. Oh, das war schlecht. Was ist das für eine Autobahn ist das? Da hat es wieder so einen Doppelklick gegeben, ne? Super, oder? Das ist so eine gewesen, oder? Jo.
Und diese Spuren sind neu. Die kenne ich noch nicht. Die müssen mit irgendeinem Set gekommen sein oder Update. Das sind vierspurige sogar hier. Die kenne ich auch noch nicht. Was ist das? Zwei Wege, Autobahn. Okay. Autobahn mit zwei Spuren in die gleiche Richtung. Ja, gut. Soll es jetzt nicht so sein, wir reißen weiter ab. Weil das brauchen wir jetzt hier nicht. Würde ich mal sagen. Dadurch entstehen ja auch weniger Probleme mit dieser Straße, oder? Und das kann weg. Und dann geht das alles weg. Und dann können wir uns dann überlegen, dass wir hier noch was anderes machen. Diese dicke Straße war da nicht mehr vonnöten. Weg ist es. Das ist ja auch nicht die optimale Lösung, ne? Aber ist halt so. Ja, das ist eine ganz lange Autobahn. Da müsste man überlegen, ob man die nicht oben lang rüber baut, auch so gewisse Sachen, ne? Verbindungsstraßen. So, jetzt haben wir hier eine große Fläche frei. Und was machen wir mit der? Was uns ja hier noch so fehlt, ne? Das ist ja hier noch so ein internationaler Flughafen oder sowas, ne? Da geht ihr aber nicht hin, ne? Hm? Kann man den drehen? Karte könnte man drehen. Ah, den Flughafen auch. Das ist nicht viel, was da fehlt. Kann man den nicht spiegelverkehrt aufbauen? Nee, da passt er nicht hin. Hier. Ist er leider auch zu lang. Also hier wäre schon nicht verkehrt, ne? Haben wir noch eine andere Stelle? Glaub nicht. Da ist alles zugebaut, da auch. Hier geht er auch nicht rein, oder? Nicht wirklich. Hier wäre noch was frei gewesen. Aber der lockt auch nirgends so ein, ne? Okay. Hier oben noch was machbar? Nicht wirklich da. Oh, da war er gerade grün. Da geht er hin. Boah, die ganzen Anwohner da, ne? Aber das ist noch das, was fehlt, ne, oder? Ja, zack. Und alle sind böse. Ne, die sind sogar glücklich. Die sind glücklich, dass sie einen Flughafen haben. Was wollen wir mehr? Wo ist denn jetzt hier eine Straße, die dann da dran ist, hä? Das müsste man noch erfahren. Ach, die ist schon hier direkt dabei. Okay. Das bedeutet, wir müssen die nur verlängern. Diese. Ein bisschen schicker vielleicht, mit Kurve und so, ne? So, dann kann man da hinfahren und man kann auch hierhin wieder rausfahren dann gleich, oder? Im Prinzip ja, aber haben wir hier nirgendwo bedacht, ne, mit dem Wegfahren. Ja, wie machen wir das hier hin, ne? Da. So. Und so. Und so passt schon.
So, dann ist der auch angeschlossen, ne? Wasser brauchen wir noch. Kriegen wir auch noch hin. So, und gegenüber ist ja auch noch was machbar. Ja, komm, dann machen wir noch ein bisschen hier hin. So passt es dann, oder? So, Wasser hat er auch. Dann fehlen noch ein paar Geschäfte davor. Den Kommerz machen wir mal hier hin, oder? So, Autovermietung und sowas ist das dann alles, ne? So, jetzt muss man aber noch gucken. Wie kommen denn die Flugzeuge dahin? Keine bedient. Wo gibt es denn Fluglinien zu machen? Für Flugzeuge. Okay. Zeppelin-Linienanzahl, okay. Und wie binde ich einen Flughafen an? Wo haben wir denn eine Möglichkeit, den anderen hinzumachen? Diesen kleinen da hinten? Nee, da würde nicht gehen. Knapp draußen, ne? Hier auch nicht. Wir hatten ja eben was abgerissen, ne? Ah, hier wäre auch noch. Warte mal, ich muss erst gucken, wo der andere ist. Wo ist jetzt der Flughafen hin? Ach so, da. Der andere wäre dann hier zu setzen irgendwo. Ah ja, hier wäre ja auch möglich, wo wir haben, ne? Geht er hier hin? Nee, ne? Schade, ne? Warum der da jetzt nicht einsnappt, weiß ich auch nicht. Ach, das ist eine Autobahn, deswegen geht das da wahrscheinlich nicht, ne? Okay. Da lässt sich auch nichts abreißen. Hier ist kein Platz. Und das bringt dann auch nichts. Also ich würde noch hier hinsetzen wollen dann, aber irgendwie mag er hier zum Beispiel nicht einschnappen. Keine Ahnung warum. Gefälle zu steil. Aha. Ich sehe hier keinen Berg, ne? Dann hier so eine Straße und geht das dann Gefälle dann? Nee, das ist ja noch schlimmer. Okay, Straße wieder weg. Straße weg. Weg, ist weg. Straßen erneut bauen, aber so vielleicht. Warte mal, ein bisschen mehr noch hier vielleicht. Können wir ja so machen. Geht dann der Flughafen dahin? Okay, ist zu kurz. Muss die Straße länger. Dann nochmal den Flughafen getestet. Und gefällt er zu steil. Immer noch. Gut, das geht dann da nicht, leider. Wird es da gehen? Nächste Frage. Flughafen. Ist ausgewählt. Geht da auch nicht hin.
Quelle zu Stahl. Ort ist bereits belegt. Ja, geht das halt nicht. Abbeißen. Ja, doch. So geht's nur mit dem Abreißen oder was. Gut, das weg. Und hier unten haben wir auch irgendwo Straße gemacht. Reißen wir gerade auch ab. Brauchen wir auch nicht. Fertig. Gut, aber der andere Flughafen, wie kriegen wir den denn jetzt noch angebunden? Das wüsste ich ja gerne, weil da brauchen wir ja zwei internationale Flughäfen, um eine Linie zu machen oder was. Das wäre fatal, oder? Nahverkehrslinien. Ich hätte gern den nicht als Nahverkehr, sondern als, ne? Hier muss ich so eine Bushaltestelle setzen, oder was? Das ist eine Zeppelin-Linie. Zeppelin-Weg. Ach, dem muss ich sagen, wo er langfliegen soll. Auch krass. So, jetzt müssen wir mal hier gucken. Da ist der Nahverkehr. Da fehlt's an Wasser. Und ist hier irgendwer schon gelandet? Nein. Kann man hier irgendwie landen? Das ist die Frage, ne? Ja, die werden wir in dieser Folge dann wohl nicht so wirklich klären können. Das kümmern wir uns dann wahrscheinlich erstmal in der nächsten Folge drum rum, oder? So, da haben wir Wasser. Und dann gucken wir mal, wie wir das in der nächsten Folge managed kriegen, dass hier mal ein Flugzeug ankommt, weil ich finde es ja schon krass, dass niemand kommt. Oder ach, ich weiß, woran es liegt, ne? Das liegt an den Kacheln, ne? Kann das sein? Da war doch was mit diesen Kacheln, ne? Aber da geht was. Ausgehende verbindende Flugzeuge. Was steht da? Wasser. Okay. Kein Schiff ist klar, aber Flugzeug würde gehen. Schon sehr komisch dann, ne? Naja, wie gesagt, da kümmern wir uns in der nächsten Folge um. Falls ihr noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte. Würde ich mich sehr darüber freuen. Die Folge, wenn das euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüss.